Was für besetzt? So eine Scheiße. Na, lass erstmal rübergehen, Digga. Kann doch nicht sein, dass jetzt besetzt ist. Hier ist ja gar keine Ampel. Was? Doch, doch. Können wir machen, klar. Gehen wir mal rein und schauen mal, was da geht, ne? Lasst euch gut gehen. Ciao. Was? Rot? Belastend. Oh, jawohl. Ja, wir gehen, ich bin jetzt erst gerade angekommen. Macht's gut, Jungs. Wir schnacken später, ne? Bei dem Rucksack mache ich auch zwei. Ja, passt. Fahrt ihr jetzt wieder nach Hause, oder was? Wo bist du die Presse, Digga? Sag mal, wer von euch ist Presse? Ja, passt? Ja? Alles klar, super. Jo, Jungs, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Lasst euch hier gut gehen, gute Zeit in Köln. Macht's gut, Jungs. Ja, klar, Digga. Super, lasst ihr gut gehen hier, ne? Ciao. Moin, Michi. Moin, ne? Alles klar? Ach, hier gehen wir nicht die Ampel. Scheiß Kanacke da. Alles klar? Alles klar, oder was? Moin, Jungs. Wie geht's? Es war klar, dass ihr wieder nebeneinander steht, ne? Blähst du dich so auf, du so künstlich? Na, Digga? Jo, Standard. Marcel? Na, Digga, wie geht's dir? Moin. Marcel, hallo. Warum trinkt ihr hier alle passiv Red Bull? Monster? Ich hab Monster dabei, Digga. Ja, Barca filmt da ja, der Schlingel. Wer bist du? Kenn ich dich. Digga, soll ich dir mal was erzählen, was richtig lustiges, Digga? Ich hab das beste Omelette meines Lebens eben gegessen, ne? Das war so eine Portion, ich muss die Hälfte liegen lassen. Halt einfach dein Maul. Halt einfach dein Maul. Der Kollege nimmt heute alles auf, ja? So, zeig mal den Monster Energy Kühlschrank. Wo ist der? Der ist aber nicht da, oder? Ach, nur eine Palette ist da, oder was? Okay, dann chillen wir jetzt erstmal. Ein Kameramann, wenn. Ein Kameramann macht das seine Videos eigentlich selber, Digga. Kannst du mich täuschen, Digga. Was ist los, wie geworden? Du, ich hab mir einfach gedacht, man kann auch mal das Geld, was man verdient, andersweitig investieren. Und das ist der Kameramann. Du doofe Sau, du kannst nicht mal. Ah, wie geht's dir, Digga? Was hast du gestern noch mit? Nee, was? Du hast ausgeschlafen. Ich habe ausgepennt bis 12, ja. Standard. Marcel ist ja immer noch gar nicht im Bett gewesen, ne? Ist er? Nee. Ernsthaft? Ist er noch nicht hier gewesen, oder was? Ja, wo bist du? Ich lieg im Bett mit weinenden Smileys. Ja, heute verpasst er auch nicht viel, ne? Ey, Nils. Lass mal Nils kurz durch hier. Jetzt schon die Halle. Komm rein, Digga. Alles klar? Wie geht's dir? Ja, wie mit dir? Ja, auch ganz gut, ne? Und selbst? Ja, alles gut. Ja? Wollen wir ein Foto? Wollt irgendjemand noch was machen? Ja, machen wir hier einfach Stück für Stück. Wie bitte? Ja, klar, wenn ihr alles da am Start habt. Aber keine Selfies, das ist was für Weiber, Digga. Warte, komm auf meine Schokoseite, bitte. Ja, wir machen erstmal Fotos und dann machen wir Unterschriften, würde ich sagen, ne? Nee, Selfies finde ich nicht so cool. Ja. Lass irgendjemand kann ein Foto machen. Ja. Selfies ist so Weiberkram, weißt du? Zu Nils rein vielleicht. Nils ist reinkommen, weil ich Nils seit eineinhalb Jahren fast kenne, Digga. Deswegen durfte er nach hinten. Habt ihr das hier heute geholt, oder was? Ja, eben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die T-Shirts ziemlich fresh finde, die Golds. Ja, 290. Ja. Erst war ich aber überlegen, ob ich das hinten in den Nacken mache, das Golden. Also oder das Ding. Ja, ist auch besser. Was? Du scheiß auf den Bizeps, Digga, ganz ehrlich. Ich freue mich so darauf, wenn das endlich auf die Caps kommt. Ja? Bloß weißt du? Wie bitte? Das weiß ich noch nicht, aber ich hatte das letzte schon im Livestream erzählt. In meinem alten Shop, wo ich war, die haben jetzt Caps. Aber das ist mit dem grünen Schirm. Und ich hasse Caps mit grünen Schirm. Viele tragen die jetzt dann so nach hinten. So. Und dann sieht man das nicht. Aber ich trage ja die Caps immer nach vorne. Ist das Z2 oder ja, was? Z2. Hast du auch? Fresh. Gutes Handy. Ja, was geht ab, Leute? Mein Name ist Sixer. Ja, hier in Monte. Was geht noch? Am Chillen. Und ja, habe ich auf jeden Fall getroffen. Da sind noch Wasser und so. Und ja, würde ich sagen, kommt rein. Ciao. Läuft bei dir, Digga. Ja. So, dann machen wir mal die nächsten Fotos. Ich dachte, oh, korrekt.
korrekt. Oh, der ist ja sogar eiskalt. Korrekt, Digga, dankeschön. Wir haben zwar Monster hinten, aber keiner ist kalt. Insofern ist das so wie gerade, ja, wie ein großes Geschenk. Dankeschön, Digga. Lass dir gut gehen hier, ne? Ciao. Ja, ich würd den roten gerne mal probieren, weil den grünen kenne ich, den haben wir auch. Korrekt von dir, Digga, dankeschön. Lass ihn baumeln, ciao. Ey, Justin, du Schlingel, du glaubst einfach deinen Kollegen nicht, dass ich ihn getroffen hab. Anzeige ist raus, du Pisser. Bitte, ciao. Gute Schuhe hat er. Pass auf die Fresse gelegt. Ach, du bist Frankit? Hab dich noch nie gesehen, aber Dings. Carsten kennt dich, ne? Warum bist du in letzter Zeit immer so passiv? Du zockst viel Leute, glaube ich, ne? Aber irgendwas zockst du. Keine Sorge, es kommt bald wieder mal. Es fehlen mir die Zeiten, Digga, wo du jemanden, wenn ich jemanden timeouten wollte, er einfach schon von Striker getimeoutet worden ist. Digga, das war geil. Ich hab die Zeiten so gefeiert, wo du bei Carsten jeden und alles weggebannt hast. Aber du, Digga, du kriegst dafür kein Geld. Ja, mach weiter mit deiner Arbeit. Digga. Ja, Digga, lass dir gut gehen, Mann. Irgendwann, vielleicht sieht man sich ja. Moin, ja, na. Das ist ja ein Essen. Ja, ich kenn dich, natürlich. Ja. Ja, moin, wie geht's? Gut, ja? Ja. Oh. Jetzt ist es noch viel angenehm. Ja, auch heute Mittwoch ist noch ein ganz angenehmer Tag. Morgen. Weiter, ja. Was macht ihr noch? Carsten Redhead ist ja nicht da. Oder ist er vielleicht irgendwo im Headlitch? Mach's gut, Jungs. Ciao. Man erkennt nicht wirklich viel in seinem Gesichtsausdruck. Ja, ne? Man denkt so, hat der jetzt abgesetzt? Ja. Oder nicht so? Die ganzen 10 Sekunden durch war der Gesichtsausdruck gleich. Ja. Super. Was ich noch von mir persönlich sagen wollte, bleib einfach so wie du bist. Du machst echt die besten Videos und es macht einfach richtig schlau, mit dir zu gucken. Dankeschön, ja. Ich werde mich nicht verändern, Digga. Ja, ich bleib immer aktiv, bist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und danke, dass du dir das Shirt noch geholt hast, Digga. Mach's gut, junge Dame. Viel Spaß euch noch, ne? Ciao. Hier, Digga. Dankeschön. Lass dir gut gehen, ne? Ciao. Ohne Scheiß, ich liebe diesen Pullover, ne? Ja, ich auch. Mit dem Kragen, der ist so flauschig, lecker. Lass aber schön trocknen, ne? Sonst verwischt das. Danke. Okay, mach's gut, Digga. Ciao. Ja? Und danach auf eine Unterschrift? Ja. Natürlich in Pink. Hardy hast du auch schon getroffen. Ja. Von Nisse, Krieger, Barca. Wer ist das hier? Das weißt du selber nicht mehr. Ah, alles klar, ich mach neben Hardy. Super. Gerne. Mach's gut, ciao. Du weißt, wenn man so rum Peace macht, heißt das wirklich Peace, ne? Wenn man so rum macht, heißt das fickt euch. Da hat mal mein Vater ein Video drüber gemacht, so richtig so klugscheißerisch. Aber ich fand's lustig. Es war's, Digga. Er schiebt ja richtig. Ich glaube. Lass doch trocknen. Und grüß den Schlingel von mir. Warum hast du eben so lachfest geschoben, Digga? Die Vorstellung, dass er wirklich hier irgendwo im Headlitz ist, ist einfach, finde ich, ziemlich lustig. Ne? Lass dir gut gehen, Digga. Ciao. Ich gehe nicht auf jeden Facebook-Profil und gucke mir das Bild an, aber der Name sagt mir definitiv was. Wir haben geschrieben, da haben wir noch damals Suchen und Verstecken auf den Maps gemacht. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Bloß bei diesem privaten Account ist es leider auch so ausgeartet, dass jeder mich da anschreibt. Die Leute von früher, mit denen ich mal gezockt habe, wollen jetzt auch immer was von mir. Ich schreibe da eigentlich gar nicht mehr zurück. Das war damals hatte ich ein paar tausend Abonnenten, als ich es im Livestream gezeigt habe. Das war ein Fehler. Ja. Ne? Meine Freundin hat das auch gemacht, regt sich jetzt auf, dass sie hunderte Nachrichten bekommt. Nein, da haben wir auch nicht. Und? Willst du auch ein bisschen rumpimmeln hier, oder was? Ja, fickt euch, Jäger. Gutes Shirt, Digga. Und ja, klar, aber ich muss sagen, fickt euch, Jäger. Vom Krieger finde ich gut, dass du auch Krieger unterstützt. Krieger ist ein guter Junge, Digga, ehrlich. Und ich werde noch nicht gesehen. Wenn ich drei Wünsche frei hätte, ich würde es dir sagen, würde ich mir wünschen, dass bei Krieger wieder richtig läuft. So wie früher. Ich würde mir wünschen, dass bei ihm wieder richtig stabil läuft, weißt du? Aber er ist ein guter Junge. Ich liebe den Jungen, wirklich.
Dann lass dir gut gehen. Jo, wenn du mach's gut, Zeit, Digga. Hast, ja, okay, alles klar. Mach's gut, ciao. So, Freunde, hört ihr mich gut? Sehr schön, sehr schön. Also, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch eine kleine Story erzähle, die so gefühlt vorhin. Ich habe kein Monster, Digga. Der ist noch nicht mal kalt. Den trinkt man so kalt. Also, eine kleine Story von eben, die passiert ist. Ich stehe, ich weiß gar nicht, welcher Eingang das ist, bei der Gamescom und zwischen mit der Karre die Straße längs. Und neben mir steht ein Auto und macht so das Fenster runter. Ich stehe da so, also ich hatte alle Fenster auf, ein bisschen Musik laut, so. Auf einmal kommt so eine Kelle raus von der Polizei. Einmal anhalten bitte. Und ich war schon ein bisschen zu spät dran. Und ich denke mir, oh nee, ne? Und genauso habe ich den auch angeguckt, sagt, das kann doch nicht sein, wie ist das? Also bei mir springt die Ampel rot und die Polizei ist schon drüber. Ich denke mir, so, okay, Monte, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst hinterher und musst noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde mit den Leuten ablabern, weil ich hatte keinen Führerschein dabei, keinen Personalausweis, gar nichts. Ja, eigentlich sollte man die immer dabei haben, da gebe ich dir recht. Die Polizei fährt links und Monte fährt rechts. Ich einfach rechts. Eigentlich sollte man sowas nicht machen und da sollt ihr jetzt auch kein Vorbild dran nehmen, aber ich wusste, wenn ich mit denen da hinterher fahre, dass das Ewigkeiten dauert und dann hätte ich euch noch länger warten lassen müssen. Also bin ich einfach rechts abgebogen, ausgestiegen und hat mich der werte Kollege hier abgehoben. Und ich würde sagen, Freunde, ja, ja. Und ich würde sagen, damit wir hier nochmal die Stimmung ein bisschen einheizen, bin ich von hier vorne bis da hinten, wenn ich aktiv schreibe, von euch aktiv. Aktiv! Ja, das habe ich aber schon mal ein bisschen besser gehört. Aber, Freunde, ihr wisst, Carsten ist dieses Jahr nicht da, ne? Aber, Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, Carsten ist hier und er ist für mich jetzt auch hier dabei. Und deswegen, no homo, aber deswegen möchte ich von euch jetzt, ich sag Red und ihr sagt Red, okay? Der Gärtner für den Anfall. Ja, die Haare, aber du hast nicht die Frise von Carsten. Also, auf drei mach ich Red und ihr macht Ted, okay? Eins, zwei, drei. Red! 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 Also, wir werden jetzt ein paar Runden FIFA zocken. Ich habe mir den stärksten Gegner, den ich kenne, eingeladen, den Hornisse. Ja, Hornisse hier. Und wir werden ein paar Runden zocken, ganz gediegen. Wie gesagt, ich kann es ja nicht jedem recht machen. Hätte ich jetzt hier zwei Kerschen von da, dann hätten die. Insofern kann man da nichts machen. Aber das wäre ja, also wir zocken ja danach noch eine Runde. Wir zocken ja nicht nur eine. Na, du Lümmel? Wie geht's? Ganz gut. Also wir zocken jetzt eine Runde FIFA und lassen ihn in alter frische Baum hin. Ich habe mir sagen lassen, wo ist denn der DJ jetzt? Ah, da. Du spielst auch so richtig krasse Musik ein, wenn wir ein Tor schießen, oder? Wa? Geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Also nochmal die Regel ist, winkt mal wie ein Dulli, macht man immer nur mit anderen Leuten, aber nicht mit sich selber. Wollt ihr alle mal auf drei wie ein Dulli winken? Ich zähl jetzt bis drei und dann winken alle wie ein richtiger Dulli. Ich weiß, niemand kann das so gut wie Carsten an der Stelle, aber ungefähr gleichwertig. Also eins, zwei, drei. Digga, wie er gewunken hat, Alter. Scheiße, Digga. Real Madrid, okay, dann machen wir das El Clasico Barça gegen Real. Wir, also ganz kurz, ich und der Kollege Bleifuß hier sind Barça und der Dulli hier und der Kollege ist Real. Wie gesagt, Horny, bester FIFA-Spieler ever. Alles klar. Er ist der Einzige, dem ich ein Torwart-Tor gedrückt habe. Und da ist der Controller geflogen. Wir wollen nochmal zu Ehren von Carsten, weil der fehlt mir echt. Und ich glaube, ihm bedeutet das auch viel, wenn ihr ihm zeigt, dass ihr so ein bisschen noch für ihn da seid. Dann machen wir einfach auf drei. Ich sag du und ihr sagt Hornsohn, okay? Eins, zwei, drei. Du! 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 Super! So. Komm, wir ziehen direkt nach vorne. Ui!
Jo! Oh ja! Was? Abseits! Abseits! So, jetzt ich komm in die Nähe. Oh! Mann! Ja! So, weiter geht's hier. Auf da! Auf da! Oh, was macht der da? Was? Oh! Oh! Alter! Außen? Nein, mach! Yeah! Guter Junge! Direkt! Oh! Verflucht nochmal! Also, kurz eine kleine Nebeninfo. Black Ops 3, ich will mich da nicht festlegen, weil Black Ops 3 ist letztendlich erst das. Es wird erst letztendlich das Spiel, was es ist, wenn wir spielen. Aber es hat schon vom Feeling, also ich denke, jeder von euch hat mal eine Runde Black Ops 1 gezockt und auch mal die AK-47 gespielt. Und die gibt es in Black Ops 3, gibt es die? Die heißt ein bisschen anders, aber das Spiel hat schon ein geiles Feeling vom Zocken, definitiv. Und die Maps sind ziemlich geil designt. Was? Da bin ich nicht ganz mal. Doch. Ey, so eine Scheiße, Digga. Ach, Scheiße, Mann. Das wäre zu geil gewesen, wenn so einer reingegangen wäre, Mann. Ja, das war ein Foul, Mann. Foul! Oh, was ist das für ein Lumpa, Mann, ey? Perfekt, ey. Auf euch, Jungs! Stellt ihn auf die Möschen! So, das war das erste Spiel, Freunde. Oh, sehr. Was? Freunde, hört mal zu. Erstmal, jetzt gerade in dem Moment suche ich sowieso keinen aus. Das machen wir gleich. Und egal, wen ich aussuche, wir machen es ja sowieso niemandem recht, weißt du? Wenn ich jetzt dich oder dich nehme, dann will der oder der. Das kann man nicht gerecht machen, Digga. Das kann man in so einem Moment nicht gerecht machen. Erstmal nochmal ein Stößchen auf euch. Danke, dass ihr hier seid. Korrekte Aktion auf jeden Fall. Wer Lust hat, wie gesagt, ist nicht verpflichtend. Wer Lust hat, kann sich hiervon noch eins gönnen. Für ein 20, die sind limitiert. Auf 2500 Stück ist natürlich nicht verpflichtend. Aber wer Bock hat, kann hier vorne sich ein Shirt davon gönnen oder einfach die Hand heben, dass er eins haben will. Dann lassen wir euch irgendwie hier durch. Ich gehe jetzt kurz nach hinten, hol einmal frische Luft. Alles klar, wir sehen uns gleich, Freunde. Weiter geht's. Ja. Erstmal mal ein Stößchen. Ich weiß, dass das recht warm hier in der Menschenmenge ist. Ich kann einfach bedanken. Ich weiß, einige stehen von euch hier vielleicht 2, 3, 4, 5 Stunden. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Übertreibt nicht mit 6. Auf jeden Fall dickes Dankeschön und wir grillen jetzt nochmal auf 3 in aktiv. Aber das aktiv geht diesmal an euch. Okay? Weil ihr so aktiv seid und hier steht, okay? Also auf 3, ne? Wisst ihr Bescheid? 1, 2, 3. Aktiv! Aktiv! Dankeschön. So. Oh. Der Kollege ganz außen, ja, der so dämlich grinst. Und er mit der Brille, komm direkt hier. Gut, dann haben wir wenigstens für Horny einen guten Ersatz. Bei uns hat man früher immer gesagt, warum Sixpack, wenn auch ein Fass. Also, let's go hier. Nein, ich bin Bayern, Digga. Ui. Horny, wenn einer heute ein Tor macht, dann ist er das. Ich glaube, der spielt gar nicht schlecht. Ja, das gibt's doch nicht. Auf da, weg damit. Balgisch, da fast 11 Meter, bist du doof oder was? Ball gespielt, Digga. Ach, was für Digga, geht schon wieder los mit Abseits. Ja! Ich bin kein Abgehobener, Digga. Ich habe ein schlechtes Gewissen,
wenn vielleicht 50 Leute drankommen, aber da noch 300 stehen, die auch noch drankommen wollen und ich dann hinter die Bühne gehen muss. Oh! Ami! Oh! Digga, was, wie schnell ist denn der Junge? Voll geil, Digga! Nee. Ist so. Gut, Digga, meiner Freundin geht sehr gut. Meine Freundin geht heute auf den Hamburger Dom. Und morgen hat ihr Bruder Geburtstag. Ja, und dann lässt sie da ein bisschen. Entspannt sie da ein bisschen. Das gibt's doch nicht, Digga. Der Horni hat Glück mit dem Mitspieler. Mann! Carsten ist zu Hause im Headlitch. Ja! Also wenn das kein Ball gespielt war eben, dann weiß ich auch nicht. Ey, pass doch mal ein bisschen früher, Mann. So ein Affe. Manchmal würde ich gerne den Schiedsrichtern einfach so in die Ohrfeige hauen. Ey, das gibt's nicht, ne? Belastend. Kleinen Applaus hier für die Jungs hier. Ab Dienstag wird es auch wieder regelmäßig 2 Elgatos pro Monat bei mir im Stream zu gewinnen geben. Das finde ich richtig geil, ja? Viel! FIFA! Viel! FIFA! Viel! FIFA! Ich würde sagen, let's go, Jungs, wo seid ihr? Applaus für die Jungs auf die FIFA, wo seid ihr, ihr Lümmel? Heute noch. Das ist er nicht. Da sind sie. Hallo, Applaus! Und jetzt sie! Was geht ab? Na? Wolltest du noch mal eine Unterschrift haben, oder was? Bist du bei deinen Eltern hier, oder was? Oder bist du alleine hier? Alleine bist du hier. Alleine? Wie alt bist du? 11. Mit 11 alleine auf der Gamescom. Wolltest du da nicht auch eine reinhaben, oder hatte ich das falsch verstanden? Ja, hab ich auch. Ich bin ganz durch den Wind. Ganz durch den Wind, sagst du? Ja. Ach, weißt du, bist so klein und stehst da drinnen, man sieht dich gar nicht. Und bei den Kleinen, du bist ein kleiner, süßer Junge, da habe ich einfach Erbarmen. Musst du erstmal noch ein bisschen trocknen lassen, genau. Willst du noch eine Cola mitnehmen für den Weg? Ja? Oder ich guck mal, ob ich noch ein Monster habe, aber ich glaube, die sind nicht kalt. Das wird, glaube ich, alles verwischen. Den sollst du dir einfach nur gönnen. Gut, dann nimm den Monster noch mit. Und komm gut nach Hause. Und lass dich nicht anquatschen. Okay? Komm, ich bring dich noch raus. Das ist deiner, ne? So, kleiner Mann. Komm. Danke. Kein Problem.